Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi, High-End und auch Design-Freunde. Heute möchte ich Ihnen von Bang & Olufsen die Beosound Theater Soundbar vorstellen. Hier in Baden-Baden, in unserem B&O-Store, in unserer Klangvilla. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Bang & Olufsen Beosound Theater, das ist etwas ganz Besonderes. Normalerweise machen wir ja High-End- und Hi-Fi-Sachen. Dieses Mal schauen wir uns auch mal eine Symbiose aus beiden an. Das mache ich aus folgendem Grund. Erstens fand ich B&O immer faszinierend, was das Design angeht, hat aber nie meine Klangansprüche so richtig befriedigt. So bis in die Tiefe, was die Natürlichkeit, die Intensität anging und so weiter. Das änderte sich aber in den letzten Jahren, denn mit den Neuerscheinungen kamen Produkte auf den Markt im Aktivlautsprecherbereich von B&O, wie die neuen Beolab 18, Beolab 28, aber vor allen Dingen dann Beolab 50 und 90. Man darf nicht vergessen, Bang & Olufsen ist Weltmarktführer bei hochwertigen Aktivlautsprechern, die dann auch noch kabellos sind. Der Klang ist erstaunlich, da hat sich einiges getan. Das ist also deutlich anders als früher. Ich glaube sogar, dass die Aktivlautsprecher viele andere Konstruktionen, Passivlautsprecher mit Verstärkern, schlagen würden. Ich habe auch selber einen B&O-Fernseher zu Hause, weil mir war das nicht genug, was bei anderen Fernsehern an Klang kommt. Und dazu sollte das auch noch gut aussehen, dann landet man schon eben genau dort. Und bei den B&O-Fernsehern gibt es normalerweise Soundsysteme, Soundbars dazu, die wirklich erstaunlich klingen, was Artikulation angeht, Deutlichkeit in der Sprache, aber auch bei Musik eine entsprechende Ausweitung haben, wo das dann eben auch richtig Spaß macht, auch Musiksendungen zu schauen oder andere Dokumentationen. Also große Freude. Dann kam die Beosound Theater, eine Soundbar zum Musikhören, zum Filme schauen, eine eierlegende Wollmilchsau in einem unglaublich schönen Design, die uns das alles spielt. Von der Qualität her auf maximalem Niveau. Es gibt das Gerät in wirklich allen möglichen Oberflächen, von Silber über Gold, da kommen wir später im Film noch drauf zu sprechen, ist also komplett an den Einrichtungsstil und die Peripherie anpassbar. Ich kann per AirPlay, per Chromecast und auch per Bluetooth alle meine Daten da drauf spielen. Ich kann das Streaming im Tonbereich wiedergeben, wenn ich Filme schauen möchte. Also die Möglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Bedienbar ist das Gerät mit der formschönen Fernbedienung von B&O, die individuell programmiert werden kann, sodass ich auf Tastendruck im Grunde genommen alles abspielen kann, auch alle Kombinationen. Es gibt auch eine App von B&O, über die das Ganze konfiguriert wird und die wirklich auch gut funktioniert. Vor allem, wenn das Ganze mal eingestellt und konfiguriert ist, habe ich ganz viele Setups, die ich einfach abspielen kann, die dann enorm Spaß machen. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Um das Ganze hier zu unterstützen, habe ich mir Patrick, das ist unser B&O-Leiter, seit vielen, vielen Jahren, große Erfahrung, hier mit in den Film genommen. Der beantwortet uns dann auch ein paar Fragen zur Technik, zum spezifischen Einsatz dann von dem Ganzen. Der kommt dann also immer mal wieder. Das ist neu hier im Kanal. Kommen wir vielleicht überhaupt noch mal zur Historie von B&O. Wie gesagt, die Faszination ist groß. 1925 wurde das Ganze bereits gegründet und schon von Anfang an folgte man gewissen Designansprüchen. Und das ist eigentlich das Besondere an dem Produkt. Wenn ich mich erinnere, so in den 70er, 80er Jahren, da gab es Kompaktanlagen, so Riesendinger, die waren von B&O ganz flach. Es gab Tangentialplattenspieler. Alles in ungewöhnlicher Optik und Verarbeitungsqualität hat mich immer begeistert. Design-Ikonen sind entstanden, wie das Beocom 1000, so ein Telefon. Das wurde von 83 bis 2003 gebaut. Also da sieht man auch an so einer Laufzeit, was das auf dem Weltmarkt eigentlich verursacht hat.
so eine Ikone. B&O ging später auch in den Automotive-Bereich. In Fahrzeugen sind Bang & Olufsen Anlagen drin. Die haben große Erfahrung im Programmieren von DSP, von Raumanpassungen und so weiter, die da umgesetzt werden, weil ich das im Auto eben alles brauche. B&O hat Eispower-Module entwickelt, die bei vielen anderen Herstellern weltweit zur Anwendung kommen. Also wirklich Class-D-Module, die wenig Hitze erzeugen, unglaubliche Leistung machen. Und das hat auch dazu geführt, dass B&O so gut war im Bauen von Aktivlautsprechern. Denn da brauche ich ein DSP, da brauche ich eine vernünftige Raumanpassung, da brauche ich gute Endstufen, da brauche ich Chassis und Gehäuse, die damit zusammenlaufen. Und das hat B&O durch diese verschiedenen Fertigungsstätten und Entwicklungsteile eben geschafft. Und das ist recht einzigartig. Und daraus resultiert eben auch die Beosound Theater mit all dem, was sie so kann. Das Gerät beherrscht Dolby Atmos, ich sagte das gerade, liest alle Formate, die notwendig sind, um Musik wiederzugeben und eben auch für den Fernseher. Patrick, was braucht man denn, um die Theater überhaupt irgendwo anzuschließen? Brauche ich da irgendwas? Wir starten mit der Beosound Theater alleine, so wie wir es hier sehen, vielleicht auf einem Sideboard präsentiert. Die Beosound Theater ist nicht nur eine Soundbar, ist auch ein Entertainment Center, wo wir verschiedene Quellen integriert schon haben, wie ein Digitalradio über Internet, wo wir verschiedene Streamingdienste auch integriert haben. Wenn Sie das Ganze ausbauen wollen, für größere Räume. Wir bei uns haben das auch schon in einem 250 Quadratmeter Raum ausprobiert, wo die Beosound Theater selber super den Raum ausgeleuchtet hat. Kann man aber noch, wenn man möchte, einen Subwoofer mit integrieren, das Ganze kabellos oder kabelgebunden, bis hin zu Frontlautsprecher, Rear-Lautsprecher, Dolby Atmos integriert mit einem riesen Wumms, wo sie dann auch das Ganze, wenn sie verschiedene Hörpositionen haben, vielleicht im Wohnbereich, Koch-, Essbereich, das Ganze mit dem integrierten digitalen Messmikrofon ihre Hörzonen abspeichern können, das Ganze über Smartphone, Tablet oder die Bang & Olufsen Fernbedienung dann abrufen können und sich ihre Lautsprechergruppen bis zu 12 an der Zahl dann auf die verschiedenen Hörpositionen einrichten können. Was dann absolut begeisternd sind ja bei allen B&O-Systemen die Oberflächen, ob das bei einem Lautsprecher ist oder auch bei den Fernseher, die mit LG-Panels gebaut werden, aber ein komplett eigenständiges Design haben. Wie lässt sich so eine Theater dort integrieren, was ihre Oberflächen zum Beispiel angeht? Die Farbkombinationen bei der Beosound Theater sind sehr vielfältig. Wir bekommen, wie wir es hier im Bild sehen, die Theater in einer Goldton-Aluminium-Oberfläche. Die Oberflächen sind aber auch ganz anders zu gestalten, in einer dunklen Dark Black Anthracite oder in einem klassischen Aluminium-Silber. Passend dazu haben wir die Front von dem Lautsprecher mit den Lamellen, die wir in verschiedenen Holzarten ausbilden können. Hier sehen wir jetzt mal ein helle Eiche, eine Light Oak. Wir bekommen das auch in der Naturfarbe hin, der klassischen Natureiche oder auch in der Dark Oak. Wenn Ihnen das Holz nicht gefällt, können wir auch dahin gehen und auch die Front in einer Frontstoffbespannung hinbekommen. Verschiedene Farben, wo wir auch eine Individualisierung hinbekommen, bis dahingehend, dass Sie Ihre eigene Farbe hier mit einbringen können. Dann eine ganz interessante Frage, die natürlich aufkommt. Wie kann ich eine Beosound Theater, diese Soundbar, integrieren? In vorhandene Systeme mit Fernsehern oder auch in B&O-Anlagen? Und wie lässt sich das Ganze ausbauen, Patrick? Vielleicht kannst du uns da ein paar Sachen zu sagen. Sie haben zu Hause schon Ihr LG-Panel oder einen anderen Hersteller. Da sind wir genau richtig. Wir bekommen für Ihr bestehendes Panel unsere Beosound Theater in verschiedenen Größen. Wir können das anpassen, egal ob Ihr Panel in 83, in 77, 65 oder 55 Zoll ist. Wir bekommen an die Beosound Theater rechts und links passende Aluminiumflügel hin, dass es schön wie eine Einheit entweder an der Wand hängt oder auf einem Motorbodenfuß sich bewegt oder sogar an der Wand motorisch ausklappbar ist. Was die ganzen B&O-Aktivlautsprecher ja auch so nach vorne gebracht hat, waren die Raumeinmesssysteme, RoomSense. Ich stelle die Anlage auf und kann das Ganze komplett auf den Raum anpassen. Patrick, wie funktioniert das genau? Sie haben jetzt ein schönes Plätzchen bei Ihnen zu Hause für die Beosound Theater gefunden. Egal, ob es jetzt auf dem Boden steht, an der Wand hängt oder auf dem Tisch.
und können jetzt ihre Hörzonen, wo sie haben, Wohnzimmer, Esszimmer oder Kochbereich, können sie ausbilden und anpassen, Platzierung Theater, Platzierung von ihrer Hörposition, indem sie über das mitgelieferte Digitalmikrofon diese Hörzonen einmessen. Bis zu, dass sie 8 kabellose und 8 kabelgebundene Lautsprecher mit einbinden können, wo sie im Frontbereich, im Rearbereich, Dolby Atmos Bereich super auf ihre Raum- und Hörposition mit einmessen können. Wenn man eine bestehende B&O-Anlage hat und integriert dann noch eine Soundbar, lässt sich die Soundbar auch in das bestehende System integrieren? Und was kann man damit machen? Patrick, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Sachen zu sagen. Sie suchen eine Soundbar oder ein Gesamtkonzept, starten mit einer Beosound Theater, wie jetzt hier im Bild gesehen, mit einer 55-Zoll-Variante, dann kann das mit den Jahren, wenn Sie ein 55-Zoll-Panel oben aufdocken, kann es mit den Jahren auch gerne mitwachsen. Wir bekommen passend dann im Nachgang sehr nachhaltig auch ein 65-77-Zoll-Konzept an den Mann, dass Sie dann rechts und links passend die Aluminiumflügel dann austauschen können, dass Sie immer eine schöne Einheit mit der Theater und entsprechenden Panel dann hinbekommen. Und ich bin sicher, mit der Beosound Theater sind Sie auf dem Gipfel der Soundbars angekommen, wo Sie in Ruhe die Aussicht genießen können. Die Frage, die sich natürlich stellt, wenn ich jetzt einen Bildschirm habe, der nicht LG ist oder nicht B&O, kann ich die Soundbar da integrieren? Die Beosound Theater ist vielfältig einsetzbar. Wir bekommen das entweder für Ihren bestehenden Panel hin, so wie wir hier im Bild sehen, haben wir ein 83-Zoll-Panel, der frei an der Wand hängt und wo wir die Beosound Theater unten drunter entweder mit einem Tischfuß oder mit einer Wandhalterung fix an die Wand bekommen. Wie ist das technisch möglich, dass B&O sowas realisiert hat? Ja, die Erfahrung aus dem High-End-Bereich mit den Aktivlautsprechern und im DSP-Bereich richtige Algorithmen zu programmieren, spielt hier natürlich rein. Der Lautsprecher ist aufgebaut, ich sage jetzt mal, der Lautsprecher ist aufgebaut aus 12 einzelnen Lautsprechern. Ich habe 2 Basslautsprecher im System integriert, habe dann in der Mitte, wie bei einem Center-Lautsprecher, eine Mittelhochtoneinheit, die für die gesamte Raumabbildung des Zentrums des Tons verantwortlich ist. Und habe dann noch eine Anordnung aus seitlichen Mittel- und Hochtönern, die ein konkretes Klangbild als quasi Stereo-Perspektive hier wiedergeben. Und dann noch, und das sieht man hier auch im Bild, mehrere Full-Range-Speaker, die mir die Effekte wiedergeben. Das ist im Grunde genommen eine ganze Welt, auch aus einer, wie so ein Dolby Atmos System, da habe ich noch zusätzlich Deckenlautsprecher und so weiter. Das wird hier simuliert und das funktioniert hervorragend, denn ich kann eigentlich nicht genau orten, wo die Theater steht, weil das Klangbild so weit aufgespannt ist. Technisch stecken da einige Kniffe dahinter, denn ich brauche dafür wirklich 12 eigene Verstärker und diese 12 Lautsprecher, die dann über einen Prozessor angesteuert werden, um das Ganze zu erzeugen. Und da bin ich normalerweise sehr kritisch. Ich habe wenige Lautsprecher gehört, die rein über DSP-Technik einen wirklich lebendigen, musikalisch intensiven Klang erzeugen. Die Theater macht das bei Musik oder bei Film mit hoher Intensität und auch im Volumen im Klang. Ich komme eigentlich aus der Richtung des Hörens. Bei B&O ist immer die Bild-Ton-Integration großgeschrieben. Aber was die hier kann, an tonalem Ausdruck, an Natürlichkeit und vor allen Dingen auch an Fluss in der Musik, hat mich wirklich überrascht. Und das ist das, was hier so einen Spaß macht. Ich habe da eine Design-Ikone im Raum stehen, die keineswegs stört, sondern sich vollständig integriert. Und das, was da rauskommt, entspricht in ganz weiten Teilen einem Klangideal, was wir bisher nur bei ganz ausgefeilten High-End-Anlagen aus mehreren Komponenten hatten. Und das bei einer Soundbar. Ja, liebe Hi-Fi, High-End und Design-Freunde, das war's auch schon für heute mit der Beosound Theater. Mal etwas anderes. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen von der Technik, von der Optik, von der Verarbeitung. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier
Lautsprecher oder High-End-Komponenten vorstellen. Bis demnächst. Tschüss.